Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial nach Jahren. Heute geht es mal wieder um Forestry. Da gibt es auf meinem Kanal schon ein paar Tutorials, aber die sind nicht unbedingt aktuell mittlerweile. Und deswegen mache ich mal wieder neue, passend zu unserem Modpack Tekkit Reborn. Ja. Und heute eben, wie der Titel das schon verraten mag, die Grundlagen. Ich befinde mich jetzt gerade in einem Wald und hier sind ein paar Hives. Darauf gehe ich gleich ein. Und bei Forestry wollen wir, ja, mehr oder weniger uns jetzt die nächsten Tutorials um die Bienen kümmern. Und zwar ist das eigentlich ganz simpel. Ihr seid in einer Welt und lauft da umher, baut euer Haus, was auch immer. Und früher oder später trefft ihr dann auf gewisse Sachen. Das nicht, das ist Pam's Harvestcraft. Davon nicht irritieren lassen. Früher oder später dürftet ihr aber mal etwas finden. Das kann dauern, das kann aber auch nicht dauern. Normalerweise findet man die sehr oft. So als Tipp, nachts findet man die noch besser, da die im Dunkeln ein wenig leuchten. Warum auch immer. So, hier ist zum Beispiel schon mal einer, und zwar ein Forest Hive. Um die jetzt ab... Bleib mal da. Um die jetzt auch abbauen zu können, können wir jetzt eine sogenannte Scoop bauen. Die Rezepte werde ich jetzt hier nicht zeigen. Ihr seid selber fähig genug, die Rezepte einzusehen, und das würde die Folgen nur ohne Ende in die Länge ziehen. Und wir können den jetzt mit der Scoop abbauen. Dadurch kriegen wir aber Schaden. Und zwar gar nicht mal wenig. Hier ging das jetzt gerade, aber manchmal sind das auch ein paar Herzen mehr. Ich muss mal eben ganz kurz gucken, dass ich diesen Wölfen ein wenig entrinne. So, hier haben wir zum Beispiel noch einen. Den können wir jetzt auch nochmal abbauen. Jetzt zeige ich aber mal eben ganz kurz, wir können uns auch einen Smoker bzw. einen Bee-Smoker bauen. Damit einfach Rechtsklick auf den Beehive und schon können wir das dann ganze Ding abbauen und... Es wäre so, als wäre nichts gewesen, beziehungsweise wir kriegen keinen Schaden. Das ist relativ hilfreich, kann ich nur empfehlen. So, und wir bekommen randomly aus den ganzen Hives Drohnen und Prinzessinnen. Manchmal kriegen wir nur eine Prinzessin, manchmal kriegen wir nur eine Drohne, manchmal haben wir aber auch Glück, wie jetzt gerade, und kriegen aus je einem eine Prinzessin und eine Drohne. Warum das so wichtig ist, seht ihr im Verlauf des Tutorials. So, hier einmal aufgereiht sind die möglichen Hives, die wir so finden können. Wir haben zum Beispiel das Forest Hive, was wir jetzt gerade hatten, das findet man in Wäldern. Das Meadows Hive, das finden wir in Wiesenbiomen. Das Modest Hive, das findet man in Wüsten. Dann den Tropical Hive in Savannen und, naja, tropischen Gebieten wie Dschungel oder was auch immer. Wintry Hive in Schneebiomen und den Marshy Hive in Sumpfbiomen. Warum das so wichtig ist, es gibt verschiedene Bienen, die verschiedene Biome bevorzugen und auch verschiedene Sachen produzieren. Die Biome sind für diese Bienen zu Anfang relativ relevant. Man sollte tatsächlich aufpassen, wo man seine Base aufsetzt, beziehungsweise wo man seine Bienen hinsetzt. Denn, wie gesagt, die Biome sind wichtig. Nicht nur von der Temperatur, sondern auch von der Luftfeuchtigkeit und so weiter und so fort. So. Das sind aber auch nur die Grundbienen, da gibt es aber noch spezielle Spezialbienen, wollte ich gerade sagen. Es gibt noch weitere, denn wir haben bei Tekkit Reborn noch die Erweiterung Binnies Extra Bees, beziehungsweise Binny Mods, also Extra Bees, die jetzt die ganze Mod von Forestry noch um einiges erweitert. So, mal eben ganz gucken, der Ender Hive ist Standard. Der hat aber die besondere Eigenschaft, dass er nur im Ende spawnt. Dann haben wir den Nether Hive, das ist dann schon ein Extra Beast. Das spawnt, wie der Titel das schon verrät, nur im Nether. Wir haben einen Marble Hive, das spawnt nur da, wo... Na, meistens wo Marble tatsächlich ist. Also da, wo wir Marble finden, also Marmor, finden wir auch relativ zuverlässig diese Marble Hives. Dann gibt es noch die Rock Hives, die finden wir, naja... im Untergrund, in Höhlen, und die Water Hive, die finden wir tatsächlich in Flüssen, in Seen, im Meer. Und ja, das sind die Bienen, die wir so finden können, zumindest so als Hives.
Es gibt noch weitere Ausnahmen, darauf gehe ich aber auch gleich noch ein. Wenn ihr eure Weltreisen macht, dann trefft ihr irgendwann auch mal auf ein NPC-Dorf. Und die meisten NPC-Dörfer haben so ein Haus und so welche Villager. Der hier ist für uns jetzt irrelevant. Für uns relevant ist der junge Mann hier. Komm mal her, ihr Freundchen. Komm mal her. Moment, mal eben aus dem Game-Mode raus. Ja. Komm mal her. So, der verkauft uns zum Beispiel, ja, Waben. Waben sind das, was die Bienen produzieren, die wir später weiterverarbeiten können. Jede Art Biene hat seine eigene Wabe, die sie produzieren und bestimmte Zusatzstoffe. Und diese Waben, die können wir später verarbeiten und daraus, je nachdem was für Waben das sind, Sachen rausholen. So, dieses Gebäude hat aber noch mehr zu bieten. Zum einen auch für die Leute, die Holz sammeln. Jetzt ist hier natürlich ein bisschen, was ist das denn hier jetzt? Erstmal eine ganz komische Redstone-Contraption hier gespawnt, die mit dem NPC-Dorf gar nichts zu tun hat. Zum einen eine Kiste, da sind manchmal ein paar Prinzessinnen oder Drohnen drin, in dem Fall nur Meadows. Wir können aber auch Glück haben und dann mal was anderes finden. Und ein paar Waben, in dem Fall auch nochmal ein Smoker. So, und hinten spawnen zwei Bienenhäuser. Diese Bienenhäuser, die können wir mitnehmen. Da braucht ihr die nicht craften, ihr könnt die aber auch selber bauen. In dem Fall haben wir hier einmal eine Forest Queen und noch eine Forest Queen. Okay. Die Königinnen, die sind nochmal eine... Naja, im Grunde das Ergebnis, wenn wir eine Prinzessin und eine Drohne reintun. Aber wie gesagt, darauf gehe ich jetzt gleich nochmal ganz in Ruhe ein. So. Ich gehe mal eben ganz kurz wieder aus dem Game-Mode raus. Wenn wir Hives abbauen, dann kriegen wir auch hin und wieder mal eine Wabe. Das ist wichtig, denn die brauchen wir, um diese Bienenhäuser zu bauen. Oder aber, wie gesagt, ihr findet die in NPC-Dörfern, dann hat sich das natürlich auch erledigt. Aber diese Bienenhäuser, mit denen fangt ihr an. Die setzt ihr euch quasi einfach hin, wie das jetzt hier eben. Und dann könnt ihr darauf gehen und wir sehen erstmal ein Interface. Das beides ist erstmal zu ignorieren, das ist auch zu ignorieren hier. Was uns hier interessieren kann, ist einmal diese ganz kurze Infoanzeige, die uns sagt, wenn irgendwas nicht stimmt. In dem Fall zeigt er uns an, es ist keine Königin da, ist ja auch richtig, ist ja nichts drin. So, was wir anfangs kriegen, ist die Prinzessin und eine Drohne. So, diese Drohne, die müssen wir mehr oder weniger opfern, um diese Prinzessin zu füttern und zu einer Königin zu machen. So, passiert jetzt aber noch weiterhin nichts, denn er sagt uns, keine Blumen. So, das ist natürlich doof. Was wir jetzt brauchen, sind Blumen. Da das eine Meadows ist, sind das höchstwahrscheinlich einfach irgendwelche Standard. Ich werde jetzt einfach mal eben diese Dandelion hier mal eben mitnehmen und hier mal daneben setzen. Und relativ schnell hat er schon kapiert. Manchmal dauert das ein paar Sekunden. Aber in diesem Fall haut das hin. Und jetzt fängt die Biene an zu arbeiten. Diese Leiste geht jetzt allmählich runter. Und während dieser Zeit produziert die Prinzessin bzw. die Königin jetzt hier ihre Waben. So. Irgendwann ist diese Leiste runtergegangen. Und die Königin stirbt. Diese wird aber auf jeden Fall mindestens eine Prinzessin und mindestens eine Drohne wieder spawnen in diesem Output-Slot. Das heißt, wir können den Vorgang immer wieder wiederholen und so weiter und so fort und die Biene damit am Laufen oder dieses Bienenhaus hier am Laufen lassen. Wenn wir nicht wissen, was für Blumen gebraucht sind. Das Problem ist nämlich, jede Biene braucht eine andere Art Pflanze. Die Meadows zum Beispiel, wie gesagt, ist mit denen zufrieden. Das ist aber zum Beispiel die Water nicht unbedingt. Die braucht schon wieder was anderes. Wie wir das herausfinden können, ist eigentlich ganz simpel. Wir nehmen uns einen Analysierer. Das hieß früher mal Bealizer. Mittlerweile ist das ein Gerät, Portable Analyzer. Mit dem können wir nicht nur Bienen, sondern auch die ganzen Bäume und so weiter und die Schmetterlinge und die Larven analysieren. Das ist jetzt in einem Gerät drin. Ist vielleicht auch ganz gut so. So, und das ganze Ding braucht
Honig, um zu laufen. Lasst euch von dem ganzen Zeug hier nicht irritieren. Hier ist sehr viel Zeug drin, was man anfangs nicht braucht. Für uns ist nur eine geringe Menge interessant zu Anfang. Was wir allerdings brauchen, ist Treibstoff und das sind Honigtropfen. Diese Honigtropfen, da muss ich jetzt ein bisschen vorwegnehmen, bekommen wir aus den meisten Waben. Das heißt, die ersten Waben, die ihr so kriegt, werdet ihr opfern müssen für Honigtropfen. Beziehungsweise ihr werdet euch so oder so eine Centrifuge bauen müssen. Das Gerät hier, das irgendwo aufstellen, mit Strom versorgen. In dem Fall wollen wir mal ein bisschen klotzen anstatt kleckern hier. So, haben wir ein bisschen Strom. Diese Waben können wir jetzt hier reinlegen und er würde jetzt anfangen, diese Waben zu verarbeiten. Dabei kommt hoffentlich jetzt einfach mal ein Honigtropfen raus. Zum Zwecke des Tutorials natürlich nicht. Erstmal Bienenwachs. Auch der ist nützlich später. So, ein Honigtropfen. Na siehste, so soll es doch sein. Den können wir jetzt hier reintun, den Honigtropfen, und haben Treibstoff. So, die Meadows Queen, die kann ich hier mit drin einfach rausnehmen, das stört die nicht. Und jetzt hier einfach mal in diesen Fragezeichen-Slot reintun und er verbraucht den Honigtropfen. So, dafür haben wir aber diese Biene jetzt analysiert. So, und er sagt mir jetzt eine ganze Menge interessante Sachen. Inaktiv interessiert uns jetzt einfach mal nicht, uns interessiert nur diese Aktivleiste. Der sagt uns zum Beispiel, welche Spezies das ist, was jetzt relativ, naja, eindeutig ist. Er sagt uns aber auch, wie lange die leben, wie die Produktionsrate ist, wie die Pollinationsrate ist. Das ist wichtig, wenn wir jetzt Bäume züchten wollen, aber das interessiert uns jetzt mal nicht. Welche Blumen die brauchen, das ist nämlich das, was ich meinte. Da steht dann einfach Flowers, das heißt, da gehen im Grunde alle Blumen wie Dandelion, was weiß ich, Allium oder meinetwegen auch Tulpen, also Tulip, was auch immer euch da gerade in die Hände fällt. Fertility, wie viele Drohnen sie droppt, wenn sie stirbt. Territorium und welchen Effekt rausgehauen wird. Da, in dem Fall none. Das ist auch ganz gut so. Es gibt aber auch Bienen, die hauen einen Effekt raus. Das können gute Effekte sein, wie, was weiß ich, Regeneration, Stärke. Es gibt aber auch welche, die hauen tatsächlich Vergiftung raus, Verwitterung, also ein Quatsch. So, die anderen Slots, die interessieren uns jetzt einfach mal nicht. Höchstens vielleicht Slot 3. Da wird nochmal angezeigt, was jetzt produziert werden kann. Also was für Waben da rauskommen. Spezialitäten sind dann nochmal Zusatzsachen. Manche Bienen haben dann nämlich noch ein paar Sachen, die sie so produzieren, ohne dass sie nur Waben rausgeben, sondern da kommt dann einfach eine Art Item raus, das wir auch noch verwenden können. Alles andere interessiert uns erstmal nicht. So, die tun wir jetzt mal wieder rein. Ah nein, warte, die tun wir noch nicht wieder rein. Moment. Es gibt noch eine weitere nützliche Sache, nämlich der Habitat Locator oder der Habitatsucher. Und der ist in dem Sinne nützlich, dass er uns sagen kann, wo wir die Bienen anwenden können. Ich habe ja gesagt, dass manche Bienen Biomen, oder was heißt manche Biene hat ihre bestimmte Biome, wo sie arbeiten können. Die Enderhives zum Beispiel, die haben auch ganz andere Eigenschaften oder ein Modest Hive meinetwegen. Die setze ich mal eben hin, dann besmoken wir die mal eben, bauen das Ding mal eben ab. Auch das bauen wir mal, auch das bauen wir mal eben ab. So. Und daraus haben wir jetzt mal Modest und Ender rausgekriegt. Die Ender zum Beispiel hat jetzt gerade nur eine Prinzessin gedroppt. So. Wenn ich jetzt aber diese Ender hier rein tue. Ah ne, wir haben keine Drohne. Okay, wenn ich die Modest hier rein tue, dann wird die jetzt erstmal ganz normal die Drohne vernaschen und zur Queen werden. Jetzt haben wir aber neue Sachen hier. Hier steht zum Beispiel einmal, es ist zu feucht. Und es ist zu kalt. Das sind Wüstenbienen. Die gehen hier nicht. Wir sind hier in einem Woodlands-Biom. Das bedeutet, das ist mehr oder weniger Meadows-mäßig. Also eine Art Wiesen-Wald-Biom ist das. So, das bedeutet, die Wüstenbiene funktioniert hier nicht. Damit wir vorher planen können, wo wir welche Bienen nutzen können, können wir den Habitatsucher nutzen.
Wir brauchen allerdings dummerweise auch nochmal Honigtropfen, die ich mir jetzt einfach mal eben beschaffe. So. Und da können wir jetzt, egal ob Drohne oder Prinzessin oder Königin, die mal eben reintun. Die Modest zum Beispiel. So. Und er sagt uns jetzt, welche Biome die annehmen. Die Modest, die Meadows zum Beispiel, die sagt, Ocean ist okay, Plains ist okay, Wald ist okay, Bergbiom ist okay, Sumpf ist auch in Ordnung. In diesen Biom können wir diese Bienen reintun. Beziehungsweise, naja, die Bienen am Laufen halten. Die Modest zum Beispiel, die geht nur in drei Biomen. Die ist in Plains zufrieden, die ist in Bergen zufrieden, die ist in Desert zufrieden. Wir sind hier anscheinend doch nicht in einem Plains-mäßigen Biom, das ist tatsächlich mehr oder weniger Wald hier. Offensichtlich. So, die Ender zum Beispiel, die ist tatsächlich erstaunlich zufriedenstellend. Und wir sehen auch schon mal den ersten Hirnkrux. Die ist im Ende gar nicht willkommen. Wir kriegen sie aus dem Ende, aber am Ende können wir die gar nicht antreiben. Aber Plains ist in Ordnung, Wald ist okay, Tiger ist okay, Sumpf, Berge, Schnee. Alles in Ordnung. So könnt ihr nämlich ganz gut vorher mal eben in Erfahrung bringen, wo ihr die Bienen tatsächlich nutzen könnt. Das ist manchmal gar nicht so doof, bevor man ewige Reisen auf sich nimmt. So, die Meadows tun wir mal wieder rein. Die kann ja weiterlaufen. Und jetzt tüchtig ihre Waben und ihre Sachen produzieren. Und ihren Lebenszyklus, naja, fortführen. So, das sind im Grunde, ja, die Grundlagen. Also die wichtigsten Grundlagen. Das sind auch die wichtigsten Geräte, die ihr braucht. Der Portable Analyzer, der Beesmoker, die Scoop. Der Habitatsucher ist optional. Aber ich finde es immer ganz nützlich, wenn man wenig damit gearbeitet hatte und nicht so wirklich weiß, wo welche Bienen jetzt zufrieden sind. Und die Zentrifuge. Die ist nicht schwer zu bauen und nimmt allen möglichen Strom wie RF und hast du nicht gesehen an. Und da können wir unsere Waben dann immer klein machen. Und anfangs müssten wir auch zusehen, dass wir ein paar mehr Bienenhäuser aufstellen, nicht nur eins, ruhig ein paar mehr. Und ja, damit dann halt ein paar Waben machen und schön mächtig Honigtropfen rausholen. Das ist nämlich das, was uns wirklich interessiert zu Anfang. Und ja, das ist so ziemlich der Anfang. Im nächsten Tutorial geht's weiter. Wir sehen uns. Bis bald.